kommen wir nun zur Bewegung des Pitchen. Die Bewegung unterscheidet sich von der des Patterns, indem ich diesmal die Handgelenke einsetze, den Körper drehe und deutlich weiter aushole. Insgesamt kann ich beim Pitchen ein Viertel ausholen, halb oder drei Viertel. Zu der jeweiligen Position habe ich natürlich auch eine gewisse Entfernung, die ich spielen kann. Beispielsweise, wenn ich mit Sandeisen einen Viertelschwung mache, komme ich 30 Meter weit. Wenn ich mit dem Sandeisen einen halben Schwung mache, 50 Meter weit. Ein Dreiviertelschwung 70 bis 75 Meter. Wichtig ist beim Pitchen, dass ich immer den Schlag zu Ende mache, also nicht am Ball abbremse oder extrem stark die Handgelenke löffeln. Dies werde ich nun demonstrieren. Ich hole aus, drehe den Körper bzw. die Hüfte und die Schultern. Wenn mein Schläger etwa 30 bis 40 cm vom Ball entfernt ist, setze ich ganz leicht die Handgelenke ein. Nun habe ich einen Viertelrückschwung. Mit diesem Viertelrückschwung kann ich den Ball treffen, mein Gewicht auf den linken Fuß verteilen und durchschwingen. Ich kann natürlich auch etwas weiter ausholen. Das wäre der halbe Schwung. Runter, verlagere mein Gewicht auf den linken Fuß, schwinge wieder durch den Ball nach vorne und werde somit natürlich etwas weiter spielen als mit der Viertelbewegung. Als letztes demonstriere ich den Dreiviertelschwung. Das ist diese Position. Auch dort werde ich wieder runter zum Ball schwingen, mein Gewicht verteilen und durchschwingen. Ganz, ganz wichtig ist der Durchschwung. Der häufigste Fehler beim Pitchen ist, dass man unten abbremst, das Gewicht nicht verteilt und die Handgelenke einsetzt. So sollte man das nicht machen.